Einen guten Montag wünsche ich, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und wir starten mit einem Termin. Ja, vielen Dank, Frau Welti, und einen guten Tag auch von meiner Seite. Es geht um einen Termin des Bundeskanzlers, wie Sie sich denken können. Am Mittwoch, den 24. April, wird der Bundeskanzler den Premierminister des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, Rishi Sunak, im Bundeskanzleramt empfangen. Bei dem Gespräch wird es neben den bilateralen Beziehungen auch um Fragen der internationalen Politik gehen, darunter den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Situation im Nahen Osten. Eine gemeinsame Pressekonferenz ist gegen 13.15 Uhr geplant. Gibt es Fragen zu diesem Termin? Das ist nicht der. Da kommt noch. Da. Bitte schön, Sekunde. Jetzt habe ich es. Marc Bebenroth, Junge Welt. Wird der Kanzler auch mit Herrn Sunak über die Situation von Herrn Assange sprechen? Ich habe ja gesagt, was ich so an Themen jetzt vorhersehen kann. Ich kann ihm aber im Einzelnen jetzt nicht vorgreifen. Es gibt dann ja die Pressekonferenz hinterher im Anschluss. Da könnte das ja dann eine Frage sein, worüber man gesprochen hat. Dann wechseln wir das Thema und kommen zu Herrn Kopp. Bitte schön. Genau, eine Frage, also vorrangig ans BMI. Das betrifft die drei Festnahmen, drei Personen, die für einen chinesischen Nachrichtendienst spioniert haben. Gibt es da noch ein paar neue Informationen, die Sie vielleicht mit uns teilen können? Wurde das vielleicht auch sozusagen verzögert vor dem Hintergrund der Reise des Bundeskanzlers vergangene Woche nach China? Und was hat das jetzt für weitere Folgen? Vielleicht dann noch ans AA. Spricht man da noch mal mit den chinesischen Partnern? Was für ein Prozedere findet dann statt? Also, Herr Kock, ich kann gerne was dazu sagen. Verzögerungen gab es da selbstverständlich nicht, weil bei uns Ermittlungsverfahren rechtsstaatlich ablaufen und darauf spielen andere Pläne, Reisen und anderes selbstverständlich haben keinen Einfluss. Die Bundesinnenministerin wird sich auch gleich zu diesem Fall äußern. Die Einzelheiten haben Sie ja der Pressemitteilung des Generalbundesanwalts entnehmen können. Zu Einzelheiten können wir uns entsprechend auch nicht äußern, deswegen an den Generalbundesanwalt verweisen. Was ich aber aus Sicht unserer Sicherheitsbehörden sagen kann, ist, die drei Festnahmen wegen mutmaßlicher Spionage für einen chinesischen Nachrichtendienst sind ein großer Erfolg unserer Spionageabwehr, unserer Sicherheitsbehörden. Das betrifft insbesondere die Spionageabwehr des Bundesamts für Verfassungsschutz, deren hoher Wachsamkeit an dieser Ermittlungserfolg zu verdanken ist und die Aufklärung dieses Falls zu verdanken ist. Darauf weist ja auch der Generalbundesanwalt hin. Und ebenso dem Bundeskriminalamt, das hier erneut konsequent zugegriffen hat in diesem Ermittlungsverfahren. Das zeigt die hohe Wachsamkeit unserer Sicherheitsbehörden. Wir haben die erhebliche Gefahr durch chinesische Spionage in Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft im Blick. Wir schauen sehr genau auf diese Risiken und haben auch wiederholt davor gewarnt und sensibilisiert, damit überall in diesen Bereichen Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft die Schutzvorkehrungen auch erhöht werden, weil das Risiko des Know-how-Abflusses, der Ausforschung deutscher Innovationen und Know-hows eben groß ist und das gerade eine Gefahr auch durch chinesische Nachrichtendienste ist. Der im aktuellen Fall betroffene Bereich militärisch nutzbarer, innovativer Technologien aus Deutschland ist ein besonders sensibler Bereich. Auch darauf möchte ich hinweisen. Und umso wichtiger ist es, hier der Spionage so konsequent zu begegnen und diese zu unterbinden, wie es in diesem Fall auch gelungen ist. Ich habe da im Grunde kaum etwas zu ergänzen, aber kann Sie natürlich noch mal verweisen auf die China-Strategie der Bundesregierung, die ja sehr umfassend und auch mit Blick auf solche Gefahren auf unsere Beziehungen zu China schaut. Sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt hier noch keine Ankündigung zu machen habe. Das ist ja eine Meldung, die gerade erst reingekommen ist. Aber es gilt natürlich, dass wir solche Vorgänge nicht tolerieren werden bei uns. Dann Herr Steiner dazu. Ja, Herr Kall, Sie schildern das hier so als Erfolgsgeschichte der deutschen Sicherheitsbehörden. Wenn ich das richtig verfolgt habe, ist aber zumindest in einem Fall auch bereits die Ausfuhr, die illegale Ausfuhr eines Gutes nach China erfolgt. Das wäre ja jetzt eher kein Erfolg, oder? Der Erfolg der Spionageabwehr liegt darin, diese Spionageaktivitäten erkannt und aufgeklärt und jetzt auch unterbunden zu haben durch die drei Festnahmen, und alles weitere Verbindungen, weitere Hintergründe werden die Ermittlungen zeigen.
Da muss ich nochmal nachfragen. Sie sagen, es ist ein Erfolg, dass jetzt das erkannt wurde und jetzt gehandelt wurde. Aber wenn der Schaden teilweise bereits angerichtet wurde, ist es nicht zu spät. Die Ermittlungen werden zeigen, ob und welcher Schaden bereits eingetreten ist. Wer gesagt, wir warnen und wir sensibilisieren sehr deutlich, was diese Gefahren angeht. Das tut insbesondere das Bundesamt für Verfassungsschutz, auch in sehr vielen Veranstaltungen, in sehr vielen Gesprächen, auch mit der Wirtschaft, mit der Wissenschaft, weil genau diese Risiken des Know-how-Abflusses, der Ausforschung und Spionage in den Bereichen bestehen. Da besteht ein besonderes Interesse an Innovationen aus Deutschland und in dem Bereich, wo es dann auch noch militärische Innovationen, Rüstungsgüter, Dual Use möglicherweise betrifft, wie in diesem Fall, ist es eben noch mal besonders sensibel. Herr Taffiknäher dazu. Herr Wagner, in ähnlichen Fällen wurde ja auch schon mal der Botschafter des Landes einbestellt. Plant die Bundesregierung die Einbestellung des chinesischen Botschafters? Herr Taffiknäher, ich habe ja gerade gesagt, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt und von dieser Stelle hier noch nichts zu verkünden habe. Herr Jessen? Herr Kall, die Festnahmen erfolgten kurz nachdem der Bundeskanzler aus China zurückgekehrt ist. Üblicherweise erfolgen Festnahmen nach längeren Recherchen und Verdachtsaufbau. Wurde mit der Festnahme bewusst gewartet bis nach Reiserückkehr? Also Herr Jessen, diese Frage hat Herr Kock ja gerade gestellt und ich habe sie beantwortet. Ich das noch mal sagen, das Ermittlungsverfahren in Deutschland nach der Strafprozessordnung und nach den Erkenntnissen, die man im Ermittlungsverfahren hat, ablaufen und das Bundeskriminalamt, das diese Festnahmen vollzogen hat, sich an nichts anderem richtet. War die Bundesregierung bei Antritt der Reise des Bundeskanzlers über den dringenden Tatverdacht informiert gewesen? Herr Jessen, auch da gilt dann der Satz, dass wir uns zu nachrichtendienstlichen Erkenntnissen hier wie immer nicht äußern können und dürfen. Frau Kollegin. Rosalia Romanis, Deutsche Welle. Kurze Nachfrage nochmal angesichts der massiven, sage ich mal, jetzt Aufdeckungen der Spionagefälle. Wie gut fühlt sich die Spionageabwehr in Deutschland eigentlich aufgestellt für diese Herausforderungen, die jetzt sehr häufig vorkommen? Das stimmt. Wir haben es mit erheblichen Bedrohungslagen und Herausforderungen zu tun. Wir haben ja auch am Freitag hierüber gesprochen, als es um russische Spionage, Sabotagepläne ging. Dazu kann ich sagen, dass die Spionageabwehr beim Bundesamt für Verfassungsschutz in den letzten 2 Jahren ganz erheblich verstärkt wurde. Das gilt sowohl personell als auch technisch, weil wir natürlich diese Bedrohungslagen im Blick haben. Das betrifft insbesondere die hybriden Bedrohungen durch das russische Regime seit mindestens 2 Jahren, zuvor auch schon, aber nochmal in einer neuen Qualität seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das betrifft aber auch in anderen Bereichen, etwa Spionage durch China, wie in diesem Fall. Herr Steiner nochmal? Ja, an Frau Ungrad in dem Fall, denn für Exportkontrollen sind meines Wissens Sie zuständig. Und wenn Sie ein bisschen lauter sprechen können. Ja, natürlich. Ich gehe auch gerne näher ans Mikrofon. Frau Ungrad, was ist da schiefgelaufen, dass der Speziallaser nach China verschafft werden konnte? Da muss ich mich jetzt, kann ich jetzt nicht dazu sagen, das muss ich nachliefern. Ich weiß jetzt nicht, was konkret Sie meinen. Das liefere ich gerne nach, wenn ich kann. Dann vielleicht an Frau Hoffmann die Frage. Wann hat der Bundeskanzler denn von dem Vorfall erfahren? Wie schon gesagt, das hat ja Herr Kalli eben ausgeführt, können wir uns zu nachrichtendienstlichen Erkenntnissen nicht äußern. Herr Hönig dazu? Ja, Frau Hoffmann, nochmal generell die Frage, der Kanzler war ja nun gerade in China. Inwiefern belastet denn jetzt dieser Fall aus Ihrer Sicht die deutsch-chinesischen Beziehungen? Und inwiefern war das Thema Dual Dues, welchen Raum hat das eingenommen bei den Gesprächen mit der chinesischen Führung? Die Gespräche mit der chinesischen Führung haben ja eine ganze Reihe von Themen umfasst. Der Bundeskanzler hat sich auch umfassend dazu geäußert. Und wir werden uns diesen Fall jetzt hier, diesen konkreten Fall, sehr genau angucken und dann entsprechend auch darauf reagieren. Inwiefern haben Sie jetzt schon Kontakt gehabt zu China? Das ist ganz frisch, klar, Herr Wagner. Nochmal die Frage war, inwiefern ist es wahrscheinlich, dass Sie den Botschafter jetzt einbestellen? Also zu der zweiten Frage habe ich ja Herrn Taffiknäher schon geantwortet und bei der Antwort würde ich gern bleiben. Sie können davon ausgehen, dass wir sowas natürlich
mit der chinesischen Seite thematisieren werden, in welcher Form und wann und wie diese Ankündigung will ich dann zum gegebenen Zeitpunkt machen. War das Ihre Wortmeldung von eben, Herr Hönig? Ja. Ja, dann streiche ich das von meiner Liste. Und wir machen weiter mit Herrn Becker und einem neuen Thema. Ja, vielen Dank, Frau Hoffmann. Seit dem Wochenende gibt es ein Papier aus der FDP, das mit den Inhalten wenig kompatibel ist zu den Koalitionsvorgaben. Sprich, es werden harte Einschnitte bei Sozialleistungen gefordert. Zum Bürgergeld gibt es Forderungen, dass da entsprechend stärker sanktioniert wird. Wie hat der Bundeskanzler das aufgenommen, dass jetzt der gefühlt 246. Querschuss innerhalb der Koalition kommt und dass da einfach keine Ruhe reinkommt und der Dauerzwist fortgesetzt wird? Ja, Sie kennen ja die Position der Bundesregierung zu Themen wie Bürgergeld oder auch Rente. Und ich würde sagen, in diesem Falle ist das eine Forderung aus dem politischen Raum, die wir ja hier von der Regierungsbank aus, von der Regierungssprecherbank aus nicht kommentieren. Aber die Begeisterung des Kanzlers dürfte sich in Grenzen gehalten haben, oder? Wie gesagt, ich würde das jetzt an dieser Stelle nicht kommentieren wollen. Frau Kollegin, dazu? Bitte. Nee, hinter Ihnen. Ich sehe das, Sie nicht. Eine Frage an Frau Ungrath. Was sagt denn das Ministerium zu der FDP-Forderung nach einer Beendigung der EEG-Förderung? Da würde ich mich an der Regierungssprecherin anschließen. Das sind Äußerungen aus dem Parteiraum, parlamentarischen oder Parteiraum, das wir prinzipiell nicht kommentieren dazu. Dann Herr Jessen dazu. Doch nochmal, Frau Hoffmann, aus dem politischen Raum hochrangig wird dieses Papier als Scheidungsurkunde für die Ampel bezeichnet. Nimmt der Kanzler das so wahr? Ja, nachdem ich ja schon gesagt habe, dass ich die Forderung aus dem politischen Raum hier nicht kommentieren möchte, werde ich natürlich noch weniger die journalistischen Einordnungen dazu hier kommentieren wollen. Ja, aber das ist mit Verlaub, das betrifft das Regierungshandeln direkt. Es betrifft auch das Regierungshandeln direkt, wenn ein Koalitionspartner signalisiert, dass zentrale Verabredungen des Koalitionsvertrages aufgekündigt werden sollen. Da können Sie doch nicht einfach nur sagen, ja, das ist der politische Raum. Das ist Ihr Koalitionspartner. Wie verhalten Sie sich dazu? Ich würde dabei bleiben, dass es sich dabei um eine Äußerung oder eine Forderung aus dem politischen Raum handelt. Und im Übrigen arbeitet die Regierung, die Koalition gut und vertrauensvoll zusammen. Herr Steiner? Frau Hoffmann, der Bundeskanzler plant die Bundesregierung an der EEG-Umlage in irgendeiner Form Veränderungen vorzunehmen? Nicht, dass ich wüsste. Und Herr Hönig? Ja, eine Frage ans Arbeitsministerium dazu, bitte. Ich höre. Genau, sorry. Also doch nochmal ein Versuch, auch inhaltlich in das Thema vielleicht reinzukommen. Die FDP fordert ja auch drastische Leistungskürzungen für Bürgergeldempfänger, wenn sie keinen Job annehmen. Wie steht der Minister dazu? Ja, vielen Dank. Ich hatte noch keine Chance, mit dem Minister darüber zu sprechen, aber auch hier grundsätzlich äußern wir uns nicht zu Forderungen aus dem politischen Raum. Dann Herr Taufik-Nihal mit einem neuen Thema, bitte. Herr Wagner, Frage zu Israel. Die USA planen Sanktionen gegen eine Elite-Militäreinheit der Israelis wegen Menschenrechtsverstößen. Wie steht die Bundesregierung dazu? Vielen Dank für die Frage. Lassen Sie mich einmal meinen Zettel finden. Also wir haben diesen Bericht natürlich zur Kenntnis genommen. Sie haben vielleicht ja auch gesehen, dass wir uns ja zur Lage in Westjordanland ja zuletzt auch letzte Woche wieder eingelassen haben, die angespannte Lage und den jüngsten Gewaltausbruch dort mit großer Sorge sehen. Die EU hat ja zum ersten Mal Sanktionen auch gegen vier gewalttätige Siedler im Rahmen des globalen Menschenrechtssanktionsregimes verhängt letzten Freitag. Dies zeigt, dass wir nicht nur die Einstellung der Siedlergewalt im Westjordanland fordern, sondern das auch mit Handeln unterlegen.
Grundsätzlich kann ich hier aber nicht spekulieren zu, weil Sie mich ja fragen, sozusagen zu Sanktionsdiskussionen. Sowas wird ja in der EU immer einstimmig beschlossen und dort auch diskutiert. Dann Herr Gebhardt mit dem neuen Thema. Oder dazu? Entschuldigung. Zu dem Thema Palästina, Israel noch was fragen. Es wurden Anfang April Klagen gegen die Bundesregierung eingereicht, was die Waffenlieferung an Israel angeht. Gab es schon von der Bundesregierung irgendwelche Stellungnahmen gegenüber dem Gericht oder gab es irgendwelche Anfragen von Seiten des Gerichts? Ja, also wir haben uns ja zu dem Thema Waffenlieferungen an dieser Stelle sehr häufig eingelassen, in der Weise, dass das für uns jeweils immer Einzelfallentscheidungen sind, die wir treffen, unter Berücksichtigung aller Aspekte, die dabei eine Rolle spielen, die also außenpolitisch, sicherheitspolitisch, aber natürlich auch menschenrechtspolitisch diese ganzen Aspekte betreffen. Und so verhält es sich auch im Falle von Israel. Was den Prozess angeht, kann ich Ihnen jetzt hier konkret nicht sagen, aber wir haben uns ja bereits, beziehungsweise das Auswärtige Amt hat sich ja bereits in der Sache einmal geäußert, in einem anderen Zusammenhang, sehr ausführlich. Da würde ich vielleicht auch an Herrn Wagner weitergeben, wenn es dazu noch Klärungsbedarf gibt. Ich habe dazu nichts weiter. Also es geht ja, also Sie spielen, glaube ich, auf IGD an, aber hier Verwaltungsgericht Berlin wurde eine Klage eingereicht und da wollte ich halt wissen, ob Sie die Klage kennen, ob Sie irgendwelche Stellungnahmen abgegeben haben von dem Gericht, irgendwie zu Ihnen was gekommen ist. Kann ich jetzt im Moment nichts Konkretes zu sagen, aber wir reichen das nach, wenn es das gibt. Dann jetzt, Herr Gebhardt, mit einem anderen Thema. Genau, eine Frage an Herrn Wagner vom Außenministerium. Am 23. April 1999, also morgen vor 25 Jahren, griff die NATO im Rahmen ihres damaligen Luftkriegs gegen Serbien auch das serbische Staatsfernsehen RTS an. 12 Mitarbeiter des Fernsehens kamen ums Leben. Wie beurteilt die Bundesregierung diesen Angriff aus heutiger Sicht? Also lassen Sie mich vielleicht noch mal einmal ausführen, da das ja ein bisschen Exkurs in die Geschichte ist. Das war ein Einsatz, den niemand wollte und den Jugoslawien ja durch das Befolgen von einschlägigen UN-Resolutionen hätte abwenden können. Diese Resolutionen hatten ja damals sehr unmissverständlich festgestellt, dass die Lage im Kosovo eine ernsthafte Bedrohung für Frieden und Sicherheit in der Region darstellt. Ich glaube, man muss noch mal betonen, dass damals natürlich ganz intensiv versucht wurde, den Einsatz abzuwenden, damit, dass man noch mal über diplomatische Mittel einen friedlichen Ausweg, eine friedliche Lösung dieser humanitären Katastrophe in Kosovo findet. Und erst als das dann nicht erreicht wurde, hat die NATO sozusagen Schritte ergriffen, die natürlich so begrenzt wie möglich waren. Ich glaube, wenn man jetzt heute zurückschaut, war der Einsatz tatsächlich wirklich der letzte Ausweg, um die Menschen in Kosovo vor serbisch-jugoslawischen Truppen und massiven Menschenrechtsverletzungen unter der Führung Milosevic zu schützen. Es ist natürlich so, dass wir da um jedes zivile Opfer trauen, das in diesem Konflikt getötet worden ist. Das betrifft auch den von Ihnen angesprochenen Luftschlag gegen diesen staatlichen Radio- und Fernsehsender. Hierzu hat sich ja aber auch das Sondertribunal für das ehemalige Jugoslawien geäußert und festgestellt, dass es dort keinen Völkerrechtsverstoß gab. Kurze Nachfrage. Viele Völkerrechtler halten den damaligen Luftkrieg der NATO ohne Mandat des UN-Sicherheitsrats für völkerrechtswidrig. Wie bewertet die Bundesregierung das aus heutiger Sicht? Also ich glaube, was ich dazu zu sagen hatte, habe ich gesagt. Es gab damals eine sehr dramatische Lage, die ja, wie gesagt, auch in einschlägigen UN-Resolutionen unter Kapitel 7 festgehalten worden sind. Und insofern war der NATO-Eingriff damals die letzte Möglichkeit, eine humanitäre Katastrophe in Kosovo und massivste Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Das ist ja in einem Kontext passiert, wo man ja auch schon unter dem starken Eindruck stand, der Gewalt, die nach dem Zerfall des ehemaligen Jugoslawiens ja in Kroatien, in Bosnien schon kam. Und insofern war das damals die Ultima Ratio.
Frau Kollegin, mit einem neuen Thema bitte. Jetzt. Das ans BMJ und BMF, Themenkomplex Cum-Ex. Heute Morgen hat die Chefermittlerin ihre Kündigung eingereicht. Das hat sie verbunden mit einer doch deutlichen Kritik daran, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt wird, und eine zentrale Ermittlungsbehörde gefordert für Deutschland. Wie bewerten Sie diesen Schritt und wie bewerten Sie oder die Kritik, die die Oberstaatsanwältin übt? Ja, ich kann gerne kurz anfangen. Genau wie üblich können wir externe Berichterstattung nicht kommentieren, das wissen Sie. Zudem gilt natürlich auch, dass für den Steuervollzug die Länder zuständig sind. Für den Bund kann ich Ihnen aber sagen, dass er gerade mit dem Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz und der Errichtung der Behörde daran gearbeitet wird, erstmals die drei Säulen der Geldwäschebekämpfung, das heißt Analyse, Ermittlung und Aufsicht unter einem Dach zu bündeln. Das heißt, es wird konkret daran gearbeitet, um in diesem Bereich Fortschritte zu erzielen. Ich habe dem nichts hinzuzufügen aus Seiten des BMJ. Herr Jessen mit einem neuen Thema. Geht ans Auswärtige Amt. Herr Wagner, wie bewertet die Bundesregierung den Generalstreik auf der Westbank, der von der Fatah als Protest gegen die israelische Militärangriffe in Gaza ausgerufen, durchgeführt und realisiert wird? Herr Jessen, ich kenne die Berichte darüber, aber ich habe hier als Sprecher des Auswärtigen Amtes keine Einschätzung dazu, wie wir diesen Streik beurteilen. Ich glaube, was zur Westbank und zum Westjordanland zu sagen ist, habe ich ja vorhin schon gesagt. Wir sehen da die letzten Gewaltausbrüche mit großer Sorge. Das betrifft natürlich vor allen Dingen auch die Gewalt, die da von extremistischen Siedlern ausgeht. Und insofern, glaube ich, würde ich Sie nochmal auf das verweisen, was ich vorhin dazu gesagt habe. Sie haben in vergangenen Sitzungen häufiger auch darauf hingewiesen und Kritik akzeptiert, dass Israel sozusagen auch im Schatten der Gaza-Auseinandersetzung weiterhin massiv Rechtsbrüche auf der Westbank begeht. UN-Resolutionen werden systematisch verletzt. Vor diesem Hintergrund wundert es mich, dass die Bundesregierung keine eigene Einschätzung der Protestformen hat, die sich jetzt auf der Westbank da entwickeln. Kann das nach Ihrer Einschätzung, Sie müssen sie ja doch eigentlich haben, kann sich das ausweiten zu einer, wenn man so will, zweiten gewaltsamen Lage zwischen Israel und palästinensischen Gebieten? Naja, Jessen, unsere Rolle hier ist ja sozusagen die Politik der Bundesregierung, die Haltung unserer Häuser Ihnen darzulegen und zu erklären. Insofern glaube ich nicht, dass es unbedingt dazu gehört, jetzt von dieser Stelle einen spezifischen Protest oder eine spezifische Streikform zu kommentieren. Aber ich glaube, unsere Haltung ist da sehr eindeutig und sehr klar. Das sagen wir ja auch unseren israelischen Partnern. Natürlich hat Israel als Besatzungsmacht in Westjordanland die Pflicht und Aufgabe, dort für Sicherheit zu sorgen, und zwar im Rahmen des geltenden Rechts. Und insofern haben wir da einen sehr offenen, klaren Dialog mit der israelischen Regierung. Herr Tafik-Nia mit einem neuen Thema, bitte. Herr Wagner, Frage zu Polen. Der polnische Präsident hat heute gesagt, dass sein Land bereit wäre, Atomwaffen auf sein Territorium zu stationieren. Da hätte ich bitte mal eine kurze Reaktion. Das habe ich von dieser Stelle, also ich habe die Äußerung noch nicht gesehen, aber ich würde sie jetzt sicher auch nicht kommentieren, ehrlich gesagt. Frau Kollegin, neues Thema bitte. Ja, nochmal eine Nachfrage bzw. eine Frage zu der Blockade der USA im Sicherheitsrat wegen der Vollmitgliedschaft für die Palästinenser. Wie verhält es sich im Auswärtigen Amt? Vielen Dank, Frau Romanet. Ich glaube, Sie beziehen sich ja auf die Abstimmung im Sicherheitsrat letzten Freitag. Lassen Sie mich vielleicht noch mal einmal grundsätzlich sagen, dass natürlich das Ziel eines eigenständigen Staates Palästina auch Ziel deutscher Außenpolitik bleibt, denn wir sind ja, das haben wir hier auch schon oft vorgetragen, der Zwei-Staaten-Lösung verpflichtet, weil wir glauben, dass sie der einzige nachhaltige Weg für eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts ist. Wir haben die Abstimmung am Freitag dort zur Kenntnis genommen. Wir sind ja im Moment nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat, aber ich würde
bitten, da nochmal sauber zu trennen. Im Sicherheitsrat stand ja am Freitag zur Abstimmung, wie man damit umgeht oder ob der Sicherheitsrat der Generalversammlung empfiehlt, Palästina als ein Vollmitglied der UN aufzunehmen. Das ist nicht das Gleiche wie eine staatliche Anerkennung Palästinas oder die Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Und wie es jetzt weitergeht, normalerweise wird sowas ja dann an die Generalversammlung überwiesen. Dem kann ich jetzt natürlich hier nicht spekulativ vorgreifen. Das werden wir beobachten und sehen. Es ist das dritte Mal, dass wir das Thema Nahostkomplex aufrufen. Es wäre ganz gut, wenn wir das in Zukunft ein bisschen besser bündeln. Herr Steiner. Nicht zum Nahostkomplex, aber an Frau Ungrath. Ich würde gerne wissen, nachdem das Speicherjahr vorbei ist, wie viel Gas speichert die THE derzeit noch im Auftrag der Bundesregierung und wie viel Verlust ist im vergangenen Speicherjahr dadurch durch die Abgabe jetzt zu verringertem Preis entstanden? Mhm. Prinzipiell müssen Sie da die THE fragen, die die Zahlen hat, Trading Hub Europe. Und meiner Erkenntnis nach wird die Trading Hub Europe sich diesen Monat auch dazu äußern. Frau Ungrath, da muss ich nochmal hart bleiben und bei Ihnen bleiben. Das ist im staatlichen Auftrag passiert, das ist nach 35c passiert. Das heißt, Sie als Bundesregierung müssen diese Zahlen ja vorliegen haben. Das sind ja keine Privatzahlen der THE an der Stelle. Ja, sicherlich werden wir diese Zahlen auch irgendwann vorliegen haben, aber derzeit werden sie erst ermittelt. Deswegen kann ich Ihnen das jetzt noch nicht sagen. Wird aber in diesem Monat erfolgen. Gibt es andere Fragen zu anderen Themen? Herr Wackert. Ja, ich habe auch noch eine Frage. Wirtschaftsministerium geht es wohl zum Thema Thyssen und Marine Systems. CEO hat sich dazu noch mal geäußert und noch mal deutlich gemacht, dass er sich da ein Engagement der Bundesregierung wünschen würde. Wie ist denn da jetzt der Stand? Es geht um einen Einstieg bei Marine Systems. Geben Sie mir da, ich gucke noch mal kurz nach. Ich kann das jetzt nicht aus dem Kopf sagen. Ich werde das kurzfristig nachreichen. Gut, danke. Dann Herr Jessen mit einem neuen Thema. Ja, das geht ans Verteidigungsministerium. Herr Kollatz, Vizekanzler Habeck hat nach einem Besuch in der Ukraine am Wochenende gesagt, die Lage sei dramatisch, weil notwendige Munition derzeit nicht geliefert werden könne. Er sagte, im Sommer werde sich das aber geändert haben. Können Sie nachvollziehen, worauf sich dieser Optimismus stützt? Er wird von anderen Außenpolitikern mit Ukraine-Expertise zumindest mit Verblüffung zur Kenntnis genommen. Ganz konkret habe ich natürlich die Aussagen des Wirtschaftsministers hier nicht zu analysieren oder zu kommentieren. Ich kann aber auf das verweisen, was wir seitens des BMVG, auch an dieser Stelle ich, hier auch schon öfter aufgeführt haben, dass wir bei der Munitionsbeschaffung und in der Zusammenarbeit mit Industrie natürlich jetzt zur Lösung gekommen sind, die Nachfrage so zu gestalten, dass die Industrie auch in eine langfristige Produktion einsteigen kann. Das ist, hätten wir uns sicherlich auch manchmal schneller gewünscht, dass das alles geht, aber wir sind auf dem Stand, wie es jetzt ist. Und das Beispiel Rheinmetall, da gab es ja auch einen öffentlichkeitswirksamen Spatenstich, ist hier zu nennen, wo es darum geht, Kapazitäten aufzubauen. Das machen wir hier in Deutschland, das machen andere Länder. Und in der Gesamtschau ist es eben so, dass mit dem jetzt doch eingetretenen leichten Zeitverzug die Kapazitäten sich steigern. Wir werden am Kriegsgeschehen in der Ukraine dann spiegeln müssen, ob diese Kapazitäten dann ausreichend sind. Das wird wahrscheinlich immer noch nicht allumfassend alle Bedarfe dann stillen können, aber wir sind zumindest, so glaube ich, hier feststellen zu können, auf einem richtigen Weg. Ich habe hier schon zu häufiger Stelle erwähnt, dass wir hier Rahmenverträge schließen, die uns ganz andere Bestellmöglichkeiten dann auch an die Hand geben. Wir werden diese und haben das ja auch schon, diese Rahmenverträge auch unseren Partnern zur Verfügung stellen, sodass sich über diese Rahmenverträge eben auch der Grundumsatz der Munitionsindustrie erhöht, mit dem Ziel, dass sich die Kapazitäten dann an diese Bedarfe anpassen. Nachfrage, trifft es Ihrer Kenntnis nach zu, dass die Schwierigkeiten der Produktionsausweitung von Munition auch darin begründet sind, dass es an einem ganz klassischen, aber unverzichtbaren Rohstoff fehlt, nämlich der sogenannten Schießbaumwolle, die wesentlich aus China kommt, und treffen Informationen zu, dass das, was früher aus China importiert wurde, nun zu 70% in andere Länder geliefert werden, sodass der
Rüstungsindustrie schlicht und einfach dieser Rohstoff für die Munitionsproduktion fehlt? Dafür fehlt mir der Hintergrund, das kann ich nicht kommentieren. Wir haben alle zur Kenntnis genommen, dass es immer mal wieder auch an Rohstoffen gehapert hat, dass die Produktion gesteigert werden konnte. Aber in letzter Zeit habe ich dazu keine größeren Informationen mehr aus der Industrie bekommen. Sind wir weitergekommen mit einer Antwort, was die Frage von Herrn Wackelt angeht? Nein. Bitte. Nicht? Okay. Dann Frau Kollegin. Ja, noch eine Nachfrage zu der Frage des Kollegen zu Polen. Tatsächlich sind diese Äußerungen zu dem Wunsch Polens nach Nuklearwaffen im Land sind da, und die sind ja nicht neu. Das ist ja seit mehreren Monaten die Debatte über den Wunsch der Polen, eine größere Rolle in der nuklearen Abschreckung zu spielen in der NATO. Wie ist es denn grundsätzlich? Unterstützt würde die Bundesregierung eine größere Rolle Polens in diesen nuklearen Abschreckungen innerhalb der NATO unterstützen? Eine Frage an Frau Hoffmann und vielleicht Herr Kollatz. Also grundsätzlich sind wir natürlich sehr erfreut über die Rolle, die Polen spielt innerhalb der Europäischen Union und auch innerhalb der NATO. Wir schätzen das sehr, dass Polen sich da so stark einbringt. Und der Bundeskanzler hat ja auch immer wieder über die gewachsene strategische Rolle gerade dieser gesamten Region auch durch den russischen Angriff auf die Ukraine gesprochen. Und wir nehmen das wahr und haben natürlich auch selbst durch beispielsweise die Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks diesem auch nochmal Nachdruck verliehen und schätzen das sehr. Weiter möchte ich dazu jetzt im Moment nichts sagen. Dem kann ich auch gar nicht so viel hinzufügen. Wir haben, glaube ich, Freitag darüber gesprochen, dass auch unser Minister sehr froh ist, dass Polen ESSI beitritt. Und je mehr und je enger man zusammenarbeitet, umso besser ist es für das Gesamtbündnis. Und dann möchte ich die Gelegenheit ergreifen, noch auf Herrn Jessen noch eine kurze Nachlieferung zu bringen. Mein Team hat mir zugeworfen, dass ich doch erinnern möge an die tschechische Munitionsinitiative, die nämlich genau ab Sommer dann beginnt zu greifen. Da beteiligen wir uns ja auch mit der Übernahme von der Finanzierung von 180.000 Schuss Artilleriemunition. Und auch das passt ja in das Zeitschema rein, das Sie genannt haben. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Doch, Herr Steiner. Na klar. Herr Mühlhausen, ich nutze die Gelegenheit, dass wir heute nicht ganz so spät sind, und frage Sie mal nach dem Stand des Jobturbos für die Ukraine. Wie schaut es dort aus mit den Integrationsbemühungen und wie viele sind jetzt im Verfahren gewechselt, sozusagen in eine andere Form des Aufenthalts? An wen hat sich die Frage gerichtet? An Herrn Mühlhausen, BMRS ist zuständig. Ja, haben Sie vielen Dank. Wie Sie richtig darstellen, bemüht sich das BMRS nochmal mit dem Jobturbo. Ukrainische Geflüchtete seit Ende letzten Jahres mit besonderen Bemühungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und auch den Gewerkschaften Menschen in Arbeit zu bringen. Die genauen Zahlen kann ich Ihnen jetzt, habe ich gerade nicht dabei, kann ich Ihnen aber gerne nachliefern. Dann haben wir jetzt wirklich keine Fragen mehr. Herzlichen Dank für diese. Doch? Nachlieferung, das kommentieren wir nicht. Das ist die Nachlieferung. Dann haben wir auch das noch ergänzt. Vielen Dank für diesen Montagmittag.